Ja, und damit Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ach ja, was für ein schöner Morgen. Die Sonne geht gerade auf, hier auf unserer wunderschönen Insel. Und ich muss mich erstmal ganz kurz wieder orientieren. Ich habe immer noch meine Fackel an. So. Hallo? Hat das Spiel ganz kurz gehakt? Ja, die letzten Folgen, ich konnte ja die Folge Gott sei Dank noch retten, ne? Habe ich auch hochgeladen dann, also die Stallbaufolgen vom Kuhstall hier. Und dann haben wir hier den... Mal ganz kurz... Alles soweit in Ordnung. Ganz kurz schauen noch unsere... Und die sind auch noch alle am Leben. Da ist ja wunderbar. Hier ist ja wunderbar. Alles gut. Was machen die Kühe? Die stehen auch ganz brav hier. Super. Nichts passiert. Keines tot. Und ich habe ja diese ganzen Probleme gehabt mit meinem Mikrofon, dass es immer noch nicht ganz perfekt war. Ja, dass immer noch so ein paar Haker drin waren. Habe ich jetzt aber alles soweit klären können. Habe es soweit gefixt, hoffe ich zumindest. Dass es jetzt nicht wieder rumspackt. Pferde laufen hier auch brav rum. Alle. Sehr schön. So, machen wir hier die Türe wieder zu. Aber noch eben nach den... Hühnern. Okay. Hühnerlein. Ach, mach Gott, hier unser. Hat alle noch genug. Notfalls haben wir hier noch in unserem Schrank. Na, hallo, meine Hübschen. Na, alles gut bei euch? Du bist so ein hübscher Hahn. Oder Henne. Na, was ist denn los mit den Eiern heute, hä? Huh? Heißt da drüber. Na, heute liegen gar nicht so viele Eier hier rum. Was habt ihr denn gemacht? Keine Eier gelegt hier. Was ist los? Ihr habt doch genug, Fressi. Mal ein paar mehr Eier legen. So. Ja, der Plan heute ist eigentlich, wir müssen jetzt eh mal schauen, was für Materialien wir noch haben und was wir nicht haben. Weil wir brauchen noch einiges an Material. Wir müssen noch ein bisschen was bauen, bevor wir uns auf unsere schöne Reise begeben können. Und ich muss kurz diesen Moment... Oi, das war nicht nur ein Nieser, das war so richtige Fontäne hier. Da kam richtig vier, fünf raus, ey. Eieieiei. So. Werd doch nicht krank werden. Mal hier rein, damit ich wer weiß. Wer so brauchen. Packen wir mal an unsere Eier. Weil wir könnten eigentlich auch mal ganz kurz was essen, weil ich sehe gerade und die Vitamine sind dann doch etwas im Keller. Hallo. Manchmal drücke ich die falsche Taste und dann geht das nicht. Jetzt ist doch wieder etwas besser. Dann noch den Rest von unserer Wasserflasche trinken. So. Ich habe jetzt hier noch so Fundamente. Das ist schon wieder jetzt, ne? Das ist jetzt wieder eine neue Aufnahmesession hier. Jetzt schon
ein paar Tage her, dass ich das gespielt habe. Jetzt muss ich erstmal wieder mein Gehirnchen so ein bisschen orientieren. Ich glaube, falsch. Bei. Hatte. Noch ein bisschen gucken wegen dem Außengehege für die Kühe. Ist halt nicht besonders groß. Ja, das ist hier so ein bisschen. Ich glaube aber nicht, dass die da drüber. Ich glaube, Kühe können auch nicht. Ich glaube, ich hoffe es mal nicht. Ich werde es mal nachher austesten, wenn wir die ein bisschen laufen lassen. Dann hatten wir hier oben ja unser kleines Tor gebaut. Das ist übrigens. Stall. Das haben wir auf unserer Insel. Das ist sehr schön. Ne? So. Dann würde ich doch einfach mal sagen, ich gucke mal, ob ich das bekomme. Dass ich hier diese. Wände hier. Hast du, dass wir hier schon schön. Das Problem wird sein. Wahrscheinlich nicht mehr reinbekommen. Wahrscheinlich kein Einrasspunkt. Mal in Ordnung. Da unten ist halt dieses Loch, das da unten wahrscheinlich auch nicht. Aber gut, es fällt. Frage wäre halt, kriege ich das hier jetzt? Was Punkt? Das ist. Scheiße manchmal hier ein bisschen so was von. Kann ich euch sagen. Ob ich noch eben ein paar Wände herstellen könnte. Das einfach fertig bekomme und dann werden wir nochmal auf unsere Farminsel düsen. Und werden wieder Materialien besorgen. Ich hatte mir halt auch überlegt, dass wir vielleicht doch, bevor wir losfahren, unser Wohnhaus noch ein bisschen ausbauen werden. Damit das Ganze doch einfach fertig ist, bevor wir losfahren. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein besseres Gefühl, wenn wir jetzt komplett, ne, alles so weit
zusammen haben, bevor wir auf unsere große Seereise gehen, dass wenn wir zurückkommen, die hat einfach alles Hübsches. So, wisst ihr? Meine? Dass wir da halt nicht noch rumwurschteln müssen und machen müssen und tun müssen. Vielleicht können wir ja dann, wenn wir wieder zurückkommen, mit großer Beute, ja, dann haben wir wahrscheinlich wieder andere Dinge, die wir bauen müssen, wollen. Und dann hätten wir halt auch schon die Materialien dann da, weil auch hier auf jeden Fall wollte ich halt, wenn ich auf unserer Seereise bin, Kristall mitnehmen und so Sachen, ne? Dass wir mal so einen Leuchtturm bauen können und uns einen Herd bauen können. Dann wäre ja eigentlich schon geil, wenn wir kommen und wir haben das alles schon fertig, also eine kleine Küche gebaut oder sowas. Ich muss mal gucken, wie ich das handhabe. Und dann hatten wir ja auch noch vor, da muss ich das machen. Hatten wir ja auch noch vor, ein paar kleine Tierbabys zu machen. Vielleicht Pferd oder sowas. Also es gibt doch vieles zu tun. Und ich bin ja die ganze Zeit gerade am Überlegen, ob ich das mache, wenn wir zurückkommen. Oder ob ich das halt mache, wenn wir, bevor wir losfahren. Das da bin ich mir halt noch nicht ganz so sicher. Das muss ich mir noch, muss ich mir noch so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. So, könnte ich das jetzt hier vielleicht? Würde es gehen. Retro. Geht es jetzt wieder nicht? Auch nicht. Der ätzend. Doch, dass hier nochmal reisen. Okay, dann wäre da wahrscheinlich eine kleine Lücke. Was jetzt nicht unbedingt dramatisch ist. Hier noch ein bisschen höher kommen. Hier halt eine Lücke und das ist scheiße, das wäre kacke. Ich kann jetzt nicht einen Baum dazu bauen, dass das. Machen und dann gucken, dass ich das hier irgendwie einrasp. Machen. Dann hier die.
Perfekt. Adam. Kehrt rum. Verkehrt rum, das kann ich. So. Jetzt halt nicht unbedingt ganz perfekt, aber man kann es so lassen. Und hier haben wir halt offen, aber das ist ja nicht schlimm, weil was soll hier schon reinkommen, also. Ich sehe es zu. Weit. Hier noch so eine, warte mal, ich hätte hier eigentlich. Hier vielleicht so ein kleines Fenster haben, dass wir durchgucken können. So, dann kommt hier noch eine. Wackeln wegen Licht und sowas. Habe ich da noch eine einstecken? Eine. Nein, nur mal. So dramatisch. Da können wir ja genug herstellen. So. Wir müssen auch unbedingt noch Beeren besorgen für unsere Schafe und Pferde und so, die haben wir dann nicht mehr und ich hätte dann auch gerne noch genug Vorrat, dass die uns draufgehen, wenn wir unsere große Seereise machen. Ich bin jetzt halt die ganze Zeit so ein bisschen am Überlegen, wie ich das am besten baue, damit wir mehr Platz haben. Ob wir einfach hier schon mal hier so ein, hier anfangen, Wohnhaus zu bauen, dann müsste ich das da unten. Oder wir lassen das hier unten und machen das dann zum Beispiel als Werkstatt oder sowas. Ich würde das natürlich auch wieder aus Stein bauen, Wohnhaus aus Stein. Ich werde mal gucken, Runde. Wir schauen mal, wie viel Stein habe ich denn drin. Das sind Flint. Das ist Stein. Das ist Stein. Das ist Stein. Auch alles Flint. Das ist hier. Das ist das Einzige, was wir damals retten konnten, ne? Die Rubinen. Als damals unsere Blue Pearl von einem Geisterschiff dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Das war das Einzige, was wir an Materialien so jetzt, wo wir jetzt noch nicht hatten, retten konnten. Das andere ist alles mit dem Schiff untergegangen. Ja, das ist alles untergegangen. Ach ja, das war schon schade. Aber wir kämpfen uns wacker und weiter hier durch. Ja, und wir werden uns hier was richtig Hübsches aufbauen. Wir haben auch schon was richtig Hübsches. Wenn man sich so überlegt, wie wir angefangen haben hier und wie weit wir jetzt sind, das ist schon ein Riesenfortschritt. Und wir werden von einer Seereise auf jeden Fall zurückkehren. Ja, und werden dann viele schöne Dinge erleben. So, ich habe zwei Böden noch da drin. Das heißt, wir machen mal 18 Stück, wenn das geht. Ja, das geht perfekt. Dass wir 20 haben. So. Das ist eine große Latsch. Man könnte später natürlich auch die Wände dann auswechseln. Also mit Wände auswechseln meine ich jetzt
unsere Schutzwand, die wir zum Beispiel gerade gebaut haben, dann aus Stein zu machen. Na, das können wir dann mal schauen. Ja, aber wie es weitergeht und was uns alles noch so erwarten wird und wie vielleicht das Haus sich entwickelt, ja, das seht ihr dann alles in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen!